Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Empire Earth. Wir sind im zweiten Level von 6 der römischen Kampagne. Wiederherstellen der Republik. Und wir spielen weiterhin auf schwer. Los geht's. Und so kam es, dass Marius nach seinen Erfolgen gegen die germanischen Stämme nach Hause zurückkehrte und von den Bürgern Roms mit Rosenblättern und guten Wünschen überschüttet wurde. In den folgenden Jahren wurde Marius immer wieder zum Konsul gewählt. Aber das Leben eines friedlichen Verwalters lag dem großen Kriegsführer nicht, da sein überragendes Geschick auf dem Schlachtfeld seine politischen und gesetzgeberischen Fähigkeiten bei weitem übertraf. Marius' Verdienste wurden schnell vergessen, während sein einstiger Leutnant Sulla sich als talentierter General und ehrgeiziger Konkurrent in der Politik Roms erwies. Marius reiste dann nach Kleinasien, um dort Mithridates zu treffen, den König von Pontus, einer wachsenden Macht in dieser Region. Vielleicht wollte Gaius Marius unbedingt erneut seinen Wert auf dem Schlachtfeld unter Beweis stellen, denn er beleidigte und schikanierte Mithridates, der den bei ihm zu Besuch weilenden römischen Würdenträgern in der Rolle eines vollendeten Gastgebers entgegentrat. Als Marius schließlich nach Rom zurückkehrte, hatte er nichts weiter erreicht als den Verlust seines Ansehens. Sulla hingegen unterstützte Rom bei der Niederschlagung von Aufständen in Italien und erlangte dadurch unglaublichen Ruhm und große Beliebtheit. Schließlich wurde er zum Konsul erhoben und aufgefordert, die Legionen Roms gegen Mithridates zu führen, der Rom gegenüber immer feindseliger auftrat. Zunächst sah es so aus, als würde Marius aus dem Dienst an der Öffentlichkeit verschwinden. Doch dann änderte der Senat seine Meinung, hob Sullas Ernennung auf und forderte an seiner Stelle Marius auf, Rom gegen Mithridates zu führen. Sulla stieß rasch zu seinen Legionen und stellte fest, dass ihn all seine Truppen unterstützen würden, wenn er sich Rom widersetzte. Die meisten seiner Soldaten gehörten den Klassen der Armen und Sklaven an und verdankten alles, was sie besaßen oder künftig besitzen würden, dem Erfolg ihres Anführers. Sulla marschierte unverzüglich auf Rom und nahm die Stadt in einem Überraschungsschlag ein. Marius, der einzige Mann, von dem man potenziellen Widerstand gegen diese Unverfrorenheit erwarten konnte, wurde aus Rom verbannt. Seine politischen Unterstützer wurden schleunigst exekutiert und durch Sullas eigene, ihm ergebene Politiker ersetzt. Marius floh aus der Stadt und schiffte sich nach Karthago ein, wo er unterzutauchen hoffte, bis er neue Pläne schmieden konnte. Viele von Marius' ehemaligen Soldaten, Veteranen der Kriege gegen Jugurtha, lebten in Karthago und als sie von Marius loshörten, unterstützten und beschützten sie ihren Gönner und Helden. Als Marius die Kunde vernahm, dass Sulla gegen Kleinasien marschierte, wusste er, dass die Zeit gekommen war, Rache zu nehmen. Boah, das war ja einiges zu lesen jetzt hier. Unsere Missionsziele. Werben Sie in Karthago Hilfe für Marius an. Marius muss überleben. Ja, das war eine lange Einführung, aber es ist ja auch sehr viel passiert. Ich habe es jetzt gar nicht so richtig verfolgt. Naja, oh, die Geschichte ist auch so viel zu lesen. Also hatten die Entwickler wirklich Schreiblust. In den Jahren nach seinen erfolgreichen Kampagnen gegen die Teutonen und Kimbern erhielt Marius 6-mal hintereinander die Konsulschaft. Die Jahre des Friedens stellten die begrenzten administrativen Talente des Generals auf die Probe und führten dazu, dass er in Ungnade fiel. Bald öffnete der Gesellschaftskrieg, ein Konflikt zwischen den entrechteten italienischen Stämmen und Rom um das Recht der Bürgerschaft in der Republik, eine neue Möglichkeit für Marius, Ruhm und Ehre wiederherzustellen. Obwohl er sich an der nördlichen Front gut behauptete, erhielt sein ehemaliger Leutnant Sulla an der südlichen Front die meisten Lorbeeren. Rom gewann zwar den Gesellschaftskrieg, doch wurde entschieden, allen Italienern das Bürgerrecht zu verleihen, wodurch ein großes Aufgebot an Männern für Rekrutierungen zur Verfügung stand. Sullas Ruhm katapultierte ihn in das Amt des Konsuls und schon bald zog er seine Armee zusammen,
um gegen Mithridates zu ziehen, einem König in Kleinasien, dessen Macht und Einfluss Rom einziges Kopfzerbrechen verursachte. In Rom wurde jedoch immer noch mächtige politische Ränke geschmiedet und Sulla wurde eines Amtes enthoben. Der berühmte General nahm dies jedoch nicht so einfach hin. Er wandte sich umgehend an seine Offiziere und bat sie, seinen Kreuzzug gegen den Senat zu unterstützen, der ihn so schändlich behandelt hatte. Seine Armee, nun fast vollständig rekrutiert, schuldete ihnen alles, was sie hatte oder jemals haben würde. Daher war sie umgehend einverstanden. Sullas Schachzug kam so schnell und schockierend, dass ihm nur wenig Widerstand geboten wurde. Rom fiel nach nur wenigen Stunden andauernden Straßenkämpfen an Sulla. Marius war noch nicht gewillt, sich aus dem öffentlichen Dienst zurückzuziehen. Besonders jetzt nicht, da sich sein ehemaliger Leutnant die diktatorische Herrschaft über Rom angeeignet hatte. Daher flog er aus der Stadt, um sich Verbündete zum Wiederaufbau der Republik zu suchen. Sulla schien von der Bedrohung durch seinen ehemaligen Kommandanten nicht zu bemerken und begann sofort mit seiner Kampagne in Griechenland und Kleinasien gegen Mithridates. Ja, jetzt sehen wir auch hier die Karte von Italien. Ne, hier ist Karthago, das heutige Tunis. Hier ist Sardinien, Korsika, Sizilien. Hier ist Kroatien. Ne, hier oben ist Österreich. Hier ist Frankreich. Ne? Also geografisch, ne? Und das Pontus war hier in der Türkei ungefähr, also sieht man jetzt hier nicht, aber ganz, ganz rechts. Ja. Ja. Nun die Tipps. Benutzen Sie die Wehrpflicht, um Soldaten auszugeben. Ressourcen sind teuer. Erledigen Sie einige der kleineren Aufgaben der Mission, um Gold und andere Rohstoffe zu erhalten, damit Sie Ihre Rekrutierungsbemühungen finanzieren können. Vermeiden Sie Frontalangriffe, falls möglich. Ihre Verluste werden nicht einfach zu ersetzen sein. Sulla Senatoren haben die Möglichkeit, auf dem Land Soldaten auszuheben. Sollten Sie erfolgreich aus Rom entkommen, nachdem Sie die Stadt erobert haben. Wenn Sie bereit sind, nach Italien aufzubrechen, sollten Sie nur in der Landezone an Land gehen, die Marius Ihnen zeigt. Landen Sie an keiner anderen Stelle der Halbinsel, sonst würde das zur sofortigen Niederlage und Gefangennahme führen. Versuchen Sie, die Fluchtroute von Sullas Senatoren vorauszuahnen, um sie leichter fangen zu können. Die Insel Sardinien liegt fast auf direkter Linie zwischen Karthago und dem besetzten Landegebiet. Der Skorpion ist eine vielseitige Belagerungswaffe, die bei Gebäuden und Einheiten gleichermaßen Schaden anrichten kann, jedoch einen geringen Streueffekt hat. Bauen Sie ihn in der Belagerungswaffenwerkstatt in Eutruria, um mit seiner Hilfe die Verteidigungsanlagen von Rom zu durchbrechen. Was für Verteidigungsanlagen? Zwei Türme oder was? Das müsste Etruria sein. Ja gut. Ich muss sagen, das ist das Level, was ich am wenigsten mag von der römischen Kampagne. Aber es dauert, glaube ich, nicht so lange. Naja, gut. Dann fangen wir an. Bis gleich. Verflucht sei das Haus Sulla. Diesen Verrat soll er mir teuer bezahlen. Rom wird einen Diktator nicht tolerieren. Marius, seid ihr das? Den Göttern sei Dank, ihr lebt. Als uns die jüngsten Ereignisse in Rom zu Ohren kamen, fürchteten wir schon, Sulla habe euch gefangen genommen oder gar Schlimmeres zugefügt. Was wollt ihr nun unternehmen? Was immer es ist, ihr dürft auf unsere Hilfe zählen. Vielleicht sollten wir die Karthager um Unterstützung bitten. Salve, edle Karthager. Ich bin Marius, ehemaliger Konsul von Rom. Ich komme zu euch, um eure Unterstützung zu erbitten. Die Republik ist auf Gedeih und Verderb einem Diktator ausgeliefert. Und ich bitte euch um jede Hilfe, die ihr mir gewähren wollt, um die Republik von dieser verräterischen Schlange Sulla zu befreien. Wir wissen, wer ihr seid, Marius. Glaubt ihr, wir hätten vergessen, wer vor nicht allzu langer Zeit Jugurtha besiegt hat? Wir verstehen eure Situation, aber leider haben wir nicht viel, das wir als Unterstützung anbieten können. Helft ihr uns allerdings, gegen die wieder aufflammenden Raubzüge eines Jugurthaner-Stammes auf unsere Binnenhandelswege vorzugehen,
könnten wir die örtlichen Kaufleute dazu bringen, euch Schiffe und Nachschub für eure Sache zur Verfügung zu stellen. So sei es. Wir werden diese Banditen für euch beseitigen. Wo sind sie zuletzt gesehen worden? Zwischen den Hügeln im Südwesten. Ihr eigentliches Lager wird jedoch eher weiter unten an der Straße vermutet. Oh, habt ihr gerade Kathi gesehen? Wahnsinn. Schön sieht die aus. Ja, dann fangen wir mal an. Der Olymp spricht, genau. Immer noch. Hat sich nichts geändert seit dem letzten Level. Und ja, wir sind hier in Karthago. Die Stadt kennen wir ja aus dem Tutorial-Level. Aus dem ersten Teil. Also aus dem Originalspiel. Und ja. Ja. Gerade haben wir auch kurz hier die Map kurz aufblinken sehen. Ja. Also die Map ist wie immer sehr gut gemacht. Stets zu Diensten der Olymp spricht. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf Banditenjagd. Bringen Sie Ihre Streitkräfte nach Südwesten zwischen die Hügeln und zerstören Sie alle jugurtischen Einheiten und Gebäude. Na gut. Königreiche werden fallen. Nicht irgendwie Lust zu arbeiten. Nee, kein Bock. Okay. Nach Elysium. Vorwärts, die Aha. Wow. Hallo. Wir werden angegriffen. Was haben wir hier? Ägyptische Krieger. Hä? Stets zu Diensten. Los, Marius, heil deine Soldaten. Mit ganzem Herzen. So, heilen, heilen. Dicker, heil doch mal. Du Depp. Jawohl. Ach du Gott, wie heilst du bitte schön? Heil, Marius, heil. Damit meine ich, er soll heilen, nicht, dass ich dem predige. Warte, jetzt hat man glaube ich schon. Auf zum Sieg. Na komm, heil erst mal deine Kollegen. Unnötige Verluste. Irgendwie setze ich diesen Plium-Angriff kaum ein. Beziehungsweise gar nicht. Ja, ich finde es ein bisschen mühselig, da reinzuklicken. Nach Elysium. Vorwärts, die Grenze. Mit ganzem Herzen. Ja, jetzt sind wir mitten in der Wüste. Klasse. Vorwärts, wir werden angegriffen. Was wollt ihr? Na hier. Schrei! Okay, benutzt das mal. Wow. Irgendwie ist das mir viel zu krasses Mikromanagement. Alter, was ist los mit dir? Du bist ja fast tot. Jetzt noch die Häuser. Mein Gott, das sind doch nur Steinzeithäuser und wir sind in dem frühen Mittelalter. Ist das nicht ein bisschen unfair? Findet ihr nicht? Nein. Jetzt so eine Einheit einwählen? Nein. Gut, dann eben nicht. Steht zu Diensten ruhen. Auf zum Sieg. Zerstört dieses Haus. Dieses Haus hat nur Leid zugefügt. Der gesamten karthagischen Welt. Adios, Haus. Alle Numidier in diesem Gebiet wurden besiegt. Kehren Sie nach Karthago zurück, um den Dank der Händler entgegenzunehmen. Okay. Die Welt ist nicht genug. Aber ich glaube, ich speichere mal. Ich kann mich. Ich war das nicht. Rome. Römer 2. Auf zum Sieg. Ja, ich spiele das Spiel auch privat, muss ich sagen, ja. Nicht nur als Let's Play. Stoma. Vorwärts, die Grenze. Jetzt geht die Sonne unter. Mein Gott, jetzt geht auch noch die Sonne unter. Muss das sein? Hey, ich laufe nach Karthago und das nachts.
Toll, wir können unsere Einheit nicht verbessern. Seht ihr? Keine Rohstoffe. Dammit. Hab Dank, Marius. Hier sind ein Schiff und einige Vorräte. Wir haben außerdem Gerüchte über einen verrückten Mann auf der Insel Sardinien gehört, von dem gesagt wird, er bewache einen riesigen Schatz. Wahrscheinlich stimmt die Geschichte nicht, aber vielleicht wollt ihr trotzdem nachsehen. Ausgezeichnet. Ich kenne einen Landeplatz, der weit genug von Rom entfernt ist, um dort unbemerkt zu bleiben und nahe genug an Etruria liegt, um dort rasch Unterstützungstruppen zu rekrutieren. Ich fürchte, wenn wir an irgendeiner anderen Stelle der Halbinsel landen, werden wir sofort gefangen genommen. Was Sardinien angeht, so könnte es sich auszahlen, der Sache nachzugehen. Okay, Sardinien kennen wir... Alter Lasch, was machst du? Sardinien kennen wir ja. Ah ja, wir müssen jetzt scheinbar hier landen. Das müsste Genua sein. Sardinien ist diese große Insel von diesen zweien hier. Sardinien gehört heutzutage Italien und Korsika gehört Frankreich. Komischerweise, warum auch immer. Keine Ahnung, warum das so geregelt ist. Ich finde, es gehört eher zu Italien als zu Frankreich. Naja. Wohin soll ich gehen? Wohin du hingehen sollst? Gerade wurde es gesagt und du fragst mich, wohin du gehen sollst. Dein Ernst? Hey, wir können die Einheit verbessern. Aber ich glaube, ich spare mir das noch auf. Eine Kiste. Wow. Krass, dass die Karthager den Römern helfen. Gar nicht so gewohnt. Ne, wenn man sich die ganzen Kriege sich so anschaut, die noch kommen werden. Ach, der Marius, der ist ja noch verletzt. Ach, der ist hart im Nehmen. Ja, komm, jetzt nehmen wir ein paar karthagische Elefanten mit. Das ist Qualitätsware. Qualitätselefanten aus Karthago. Ahoi. Setzt Segel. Gut, haben wir alle Mann an Deck. Frag mal den Typ nochmal. Okay, wir haben scheinbar alle Mann an Deck. Alles klar. Dann gehen wir nach Karthago, aber ich möchte zuerst speichern, weil man kann sehr leicht verlieren in diesem Level. Setzt Segel. Aye, aye, Captain. Setzt Segel. Ah ja, da ist die Insel. Dann besuchen wir mal diesen verrückten Menschen. Ich weiß, dass sie mich alle nicht hassen, nicht mögen. Ich weiß das. Aber es ist mir egal. Nein. Hi. Aha, ihr kommt wegen meines Schatzes, stimmt? Na, dann wollen wir einmal sehen, was in euch kommt. Warte, was? Ey, du hast einen Schatz. Ey, ich wusste nichts davon. Ich wollte dich eigentlich nur besuchen. Ja gut, Gaius, geh mal in dein Schiff. Du sollst in dein Schiff gehen. Schnell. So. Hier, killt den mal. Karalis, der Wahnsinnige. Ah, jetzt gibt er auf. Es reicht. Hört auf. Ich unterwerfe mich. Ihr seid wirklich mächtig. Meine Insel mitsamt allen Einwohnern gehört euch. Und ihr könnt nach Belieben über sie verfügen. Aber ich erbitte Gnade von euch. Wir haben nur deshalb die Waffen gegen euch erhoben, weil wir nach den jüngsten Wirren in Rom nicht mehr wissen, wem wir trauen können. Dann seid zufrieden, dass wir Römer sind, denen ihr trauen könnt. Mein Name ist Gaius Marius. Und ich beabsichtige, Rom aus den schmutzigen Händen von Sullas Lakaien zu reißen und die Republik zurückzubringen. Wenn das so ist, dann möchte ich euch etwas zeigen. Gaius ist nicht da. Gaius ist nicht da. Er hat sich verpisst. Deswegen kommt er jetzt nicht mit. Hoffentlich haben wir da jetzt kein Event oder so zerstört. Wow, eine Kiste. Und jetzt? Eine Sache noch, Marius. Ihr werdet Hilfe brauchen, um an den Schiffspatrouillen vorbeizukommen. Ich habe einen Geschäftspartner, der die römischen Kriegsschiffe in der Nähe der Stelle ablenken kann, an der ihr landen wollt. Im Gegenzug bittet er lediglich darum, dass ihr ihm seine Schiffswerft in Sizilien wiederbeschafft, die Sullas Männer ihm unrechtmäßig abgenommen haben. Der greift gerade seine Leute an.
Ah. Was wir alles machen müssen. Aber hey, jetzt haben wir eine kleine Siedlung für unsere Verfügung. Geil. Und wir können, wow, wir können Einheiten bauen. Schön. Schön. Dann sammelt mal ein bisschen. Ihr holt euch mal Eisen. So, geil, wir können nur Siedlungen bauen. Naja, besser ist nichts. Für eine Armee sollte es ausreichen. Dann verbessern wir unsere Armee mal. Ja, ja, verbessern wir sie. Stets zu Diensten, Tribun. Gehen wir hier mal auf Angriff. Und jetzt können wir uns eigentlich nicht mehr so viel leisten, ne? Na, das war's schon. So, ja? Karales. Die Götter werden erbeben. Die Erde wird erbeben. Wo ist denn? Ach ja, richtig, Marius ist ja halt tot. Oh, Schmerzen. Ach ja, theoretisch könnten wir die Bürgerwehrfähigkeit benutzen. Geil, wir können auch keine Bürger bauen. Dann benutze ich diese Fähigkeit nicht. Ich weigere mich. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, nach Sizilien zu schiffen. Oder hierhin, nach Genua. Besiegen Sie Sullas Streitkräfte in Sizilien, um die Docks der rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Okay. Aber zuerst müssen wir diese Streitmacht aufbauen. Ach, Gold haben wir auch noch zur Verfügung. Aber nicht genug Nahrung. Geil. Das war ja einfach. So einfach kriegt man also Rohstoffe. Einfach mal, ne, draufklicken und man kriegt Gold. Ach, hätte ich das im letzten Level doch nur gewusst. By the way, was das letzte Level angeht, ich habe doch noch Gold gefunden. An einer Stelle gleich am Anfang. Aber ich war so blind und hab sie nicht gesehen. Von daher hätten wir eigentlich die ganze Zeit Gold zur Verfügung gehabt. Ich hab's bloß nicht gesehen. Super, ne? Ja. Wow, wir können bis zu 100 Einheiten rekrutieren. Schön. Ja, ich würde sagen, wir bauen Einheiten, bis unsere Helden geheilt sind. Der Olymp spricht. Ja, was jetzt? Der Olymp spricht. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Ichtar spricht. Die streiten sich. Der Olymp spricht. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Die Erde wird erbeben. Der Olymp spricht. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Was wollt ihr? Ja. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Ichtar spricht. Ja. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Ichtar spricht. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Ja. Was wollt ihr? Ja. Was wollt ihr? Ja. Was wollt ihr? Ja. Ichtar spricht. Ja. Ichtar spricht. Ja. Ichtar spricht. Ja. Was wollt ihr? Ja. Ichtar spricht. Ja. Ichtar spricht. Wohin soll ich gehen? Was wollt ihr? Ja. Stets zu Diensten, Tribun. Stets zu Diensten, Tribun. Stets zu Diensten, Tribun. Stets zu Diensten, Tribun. Zu Diensten, Tribun. Ja. Was wollt ihr? Ja. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Was wollt ihr? Der Olymp spricht. Was wollt ihr? Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Was wollt ihr? Ja. Was wollt ihr? Ja. Ichtar spricht. Ja. Was wollt ihr? Ja. Was wollt ihr? Der Olymp spricht. Ichtar spricht. Der Olymp spricht. Stets zu Diensten, Tribun. Ja. Stets zu Diensten, Tribun. Der Olymp spricht. Stets zu Diensten, Tribun.
Ja. Stets zu Diensten, Tribun. Ja. Stets zu Diensten, Herr Tribun. Herr Olymp spricht. Stets zu Diensten, Tribun. Stets zu Diensten, Tribun. Stets zu Diensten, Was Tribun. Was wollt ihr? Ja. Ich da spricht. Ja. Ich da spricht. Ja. Ich da ja. spricht. Ja. Ich da spricht. Ja. Ich glaube, das reicht. Bauen wir noch diese die Einheiten und dann gehen wir nach Sizilien. An dieselbe und Angriff. Warte, wir können an dieselbe nicht mehr bauen. Nein, ich mag an dieselbe. Was ist das? Warum schränkt uns dieses Level nur so ein? Das muss doch nicht sein. Stets zu Diensten, Tribun. Ah. Wie bitte? Achso. Ich nehme ihn auf. Ja. Ja. Ich da spricht. Ja. Ich da spricht. Ja. Ich da spricht. Stets zu Diensten. Okay. Gold, Nahrung. Wir haben keine Nahrung. Super. Ich will nicht mehr warten, bis wir genug Nahrung haben. Warten wir mal, bis der hier fertig ist. Und dann, geh mal los. By the way, ich heiße nicht Marius, ne? Das hat das Spiel so gesagt, dass die Nation so heißt. Also, was gibt's nicht für Leute? Jugurten, die kennen wir ja schon. Sulla, das ist der Feind, der Hauptfeind. Sardinia, das sind die Leute, die wir gerade kontrollieren. Etruria, keine Ahnung. Karthager, kennen wir bereits. Und Marius, das sind wir. Okay. Dann, speichere ich nochmal. Rome. Setzt Segel. Aye, aye, Captain. Aye, aye, Captain. So. Alle Mann an Deck. Und dann, machen wir mal Urlaub aye, auf Sizilien. Captain. Das ist eine schöne, Inselreise, ne? Von Insel zu Insel reisen wir. Rekrutieren Sie Bürger auf Sardinien oder benutzen Sie sie, um Rohstoffe für zukünftige Streitkräfte zu sammeln. Ja gut. Danke für diesen Hinweis. Setzt Segel. Ja, wir greifen nachts an. Nachts schlafen alle. Sizilien. Das steht so im Kriegs... in der Kunst des Krieges. Ganz hinten, versteckt. Das sind so Sachen, die hat Sanzu nicht veröffentlicht. Nur ich weiß davon. So. Wieso habt ihr Moral? Ach ja, richtig, wir haben einen Krieger bei uns. Jo, servus. Ich hab gehört. Keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts Lustiges ein. Greift sie einfach an. Wow. Alter, bist du verrückt? Ja. Der ist ja gleich tot. So, weg mit dem Turm. Hey, hier gibt's Gold. Boah, warum? Was habt ihr mit dem Gold beschränkt? Ist das irgendwie... Was ist denn das für eine Masche? Ist das Trend oder was? Hey, wir müssen den Spielergold beschränken. Die Seepatrouille sollte jetzt abgelenkt sein. Hä? Ich dachte, wir kriegen jetzt die Docks. Stets zu Diensten. Ja, super. Hinaus. Wieso gehört es den Sardinien? Das ist nicht mal Sardinien. Nach Elysium. Betrug. Betrug. Ja, die Erde das hat sich ja rentiert. Egal, hier gibt's Gold. Das heißt, wenn wir Gold brauchen, hier gibt's Gold. Aber Böe können wir nach wie vor keine bauen. Zu Diensten, Tribun. Ahoi! Alle Mann an Deck! Okay, dann sammeln wir uns erstmal auf Sizilien. Also scheinbar haben wir jetzt keine feindlichen Schiffe mehr, ja, hier in der Gegend.
mir schleierhaft, warum sie im römischen Festland gefangen genommen werden können, aber nicht auf Sizilien oder sonst wo. Das verstehe ich nicht ganz. Oh, mein Wecker klingelt. Alexa, stopp! Böse Alexa. So, dann... Aye, aye, Captain. Geht's hier nach oben? Wo willst du denn jetzt hin? Alle Mann an Deck. Ich speichere nochmal. Machen wir mal Römer 2, 2. Ahoi. Alle Mann an Deck. Nicht so schüchtern sein, ich brauche die Elefanten. Hier. Setzt Segel. Wir überqueren dann die Alpen mit den Elefanten. Captain. Ja. Hey, weißt du, ich würde gerne bei dir bleiben, aber ich muss ihn abgucken. Bin nur ganz kurz, ich esse kurz was und dann gehe ich wieder arbeiten. Okay. Ich wäre gerne bei dir. Ahoi! Ja. Dann. Ja. Setzt Segel! Aye, aye, Captain. Setzt Segel! Also. Dann geht's ab an Land. Alle Mann an Deck. Ahoi. Kleinen Moment, ich mache schnell Pause. Okay, weiter geht's. Ich musste jetzt einen Spielstand laden, weil, ja, weil ich das Spiel laufen hab lassen, während ich Pause gemacht habe. Setzt Segel. Aye, aye, Captain. Alle Mann an Deck. Und wisst ihr, was mir noch passiert ist? Nach der Aufnahme ist mir mein Mikrofon auf den Boden gefallen. Total bescheuert. Da habe ich, wisst ihr, ich habe da hier so einen Kabelsalat, ja, und da bin ich gestolpert. Und hab dann mein Mikrofon auf den Boden gezogen. Total scheiße. Setzt Segel. Und was machst du? Ja, das ist Korsika. Das ist Korsika, schön. Setzt Segel. Lass Korsika in Ruhe, Schiff. Lass Korsika in Ruhe, Schiff. Du sollst hier gehen, ja? Korsika ist. Segel. Ist egal. Alle Mann an Deck, alle Mann an Deck, ahoi. Alle Mann an Deck, ahoi. Alle Mann an Deck. Alle Segel setzen. Moment, falsche Einheit. Ahoi. Ahoi. Aye, aye, Captain. Alle Mann an Deck. Wow. Setzt Segel. Wir werden angegriffen. Nein, nicht der Verrückte. Der Verrückte darf nicht sterben. Ich brauche seine Moral. Tötet diese Verräter! Das war eine etrurische Patrouille. Und wesentlich feindseliger, als ich erwartet hatte. Wir müssen eine Möglichkeit finden, uns entlang der Straße nach Osten in die Stadt zu schleichen. Und den Gouverneur gefangen zu nehmen. Stets zweifellos versteckt er sich im Stadtzentrum. Setzt Segel. Ichtar spricht, die Götter werden erleben. Warum gehen die immer auf den Krieger da los? Stets zu Diensten, Tribun. Was heißt das? Bringen Sie Marius in den Stadtzentrum von Etoria, um die Stadthalter von Etoria zur Unterwerfung zu zwingen. Okay. Nach Elysium. Nach Elysium. Erstmal hier speichern. Zum Sieg. Nach Elysium. Nach Elysium. Die Götter werden erbeben. Mit meiner Ehre. Wow. Die Götter. Oh, hi. Wir werden angegriffen. Keiner viele. Ja, die Erde. Hier, geh mal in Deckung.
Dann schleichen wir uns vorbei. Vorwärts, Kavallerie! Auf zum Sieg! Die Welt ist nicht genug. Vorwärts, die Götze! Wir werden angegriffen. Mit meiner Ehre. Was? Böser Turm. Auf zum Sieg. Mit meiner Ehre. So, hier, Stadtzentrum, bitte. Mainz. Oh, Marius, was für eine unerwartete Überraschung. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr kommt, hätte ich ein Festmahl vorbereiten lassen. Wollt etwas trinken? Nein, Gouverneur. Aber ich will eure Stadt und eure Soldaten. Ihr werdet eure Waffenkammer öffnen und mir erlauben, jeden Mann, der dazu körperlich in der Lage ist, für meinen Feldzug zur Rückeroberung der Republik auszurüsten. Solange ihr mir treu helft, muss ich euch wohl nicht abkommandieren, eine meiner Angriffskohorten persönlich anzuführen. Oh, meine Güte, ja! Selbstverständlich habt ihr meine uneingeschränkte Loyalität. Im Norden der Stadt werdet ihr im Bezirk der Sklaven viele tapfere Männer finden. Ich verspreche jedem Mann hier Land und ein dauerhaftes Einkommen, wenn er jetzt gemeinsam mit mir zu den Waffen greift und dabei hilft, Rom von der Tyrannei zu befreien. Nehmt von mir Aufstellung, um eure neuen Waffen und Rüstungen entgegenzunehmen. Eure Chance auf ein ganz neues Leben. Falls ihr mir aber nicht folgen wollt, könnt ihr ruhig in euren armseligen Hütten vermodern. Okay. Können wir jetzt Bürger bauen? Nein, natürlich nicht. Das Spiel gönnt uns aber auch gar nicht. Ah, na super. Wir können nicht mal Militärgebäude bauen. Nur den üblichen Mist. Oh Mann. Hier sammelt mal Holz. Ja? Ja. Hier, ab ins Krankenhaus. Wohin soll ich gehen? Gut, dann rekrutieren Sie einige oder alle Bürger im Sklavenviertel und stellen Sie eine Armee für einen Angriff auf Rom auf. Aha. So, was? Gut. Jetzt müssen wir Rom umstellen und es vom Rest der Halbinsel abschneiden. Ich denke, die Stadt wird sich erheben und mir bei der Vertreibung von Sullas Truppen helfen, wenn ich es schaffe, das Kapitol zu erreichen. Wir müssen verhindern, dass die Sulla-treuen Senatoren aus der Stadt fliehen. Falls sie es schaffen, das freie Land zu erreichen, könnten sie weitere Truppen zum Kampf gegen uns auf die Beine stellen. Die Hafenstadt Ostia, knapp vor den Toren Roms, wird ihnen wahrscheinlich als eine Fluchtroute dienen. Deshalb sollten wir den Hafen dort zerstören, bevor wir unseren Angriff beginnen. Okay, verstanden. Sie müssen Rom erobern, indem sie Marius in die Nähe des Kapitols bringen, alle vier von Sullas Lakaien beseitigen und so die Republik zurückfordern. Okay. Sollte machbar sein. Also, dann bauen wir ein paar Belagerungsgeräte. Hier sind die Skorpione. Die sind neu mit diesem Erweiterungspaket. Und Truppen können wir in Sizilien bauen. Leute, ihr sollt... Keine Ahnung, was ich mit dem Holz eigentlich will. Nee, komm. Warte. Warte, wo ist das Eisen? Nee, oder? Sag bloß, ihr habt es auch das Eisen beschränkt. Alter, warum müsst ihr alles beschränken? Wieso könnt ihr mir nicht einfach geben, das, was ich will? Was ist euer Problem? Wahrscheinlich haben sie das Feld auch beschränkt, oder? Oder? Natürlich. Natürlich habt ihr auch das Feld beschränkt, was auch sonst. Ach Gott. Aber die Karte an sich ist gut gemacht. Außer die Beschränkungen mit Gold und Eisen und so weiter. Ja. So sei's. Stets zu Diensten, Tribun. Dann bauen wir einfach eine Armee auf bis zum Bevölkerungslimit. Ahoi. Alle Mann an Deck. Wir können ja hier die Schiffe nehmen. Segel. Und uns noch das Gold hier mitnehmen. Ich da spricht. Ich da spricht. Der Olymp spricht.
Nein, Ishtar spricht. Der Olymp spricht. Ja, mein Lord. Ich kann nicht selber Türme bauen. Wohin soll ich gehen? Der größte Mist von allen. Jedes Level, wo man keine Türme bauen kann, ist doof. Deswegen ist die Rosenkampagne auch so geil, weil man da fast in jedem Level Türme bauen kann. Ah, Balliste, Skorpione, Entschuldigung. Skorpione! Ah, das ist also mein Sternzeichen, alles klar. Ich bin ein genauer Skorpion, geboren am 24. Oktober. Ja. Genau da fängt der Skorpion an. Wäre ich einen Tag früher geboren, wäre ich Waage. Wo sind jetzt meine Schiffe? Da seid ihr, mein Gott. Alle Mann an Deck. Ich meine, bei Jupiter. Alle Mann an Deck. Alle Mann an Deck. Ah, wartet, wartet, ich mache das anders. Ich baue hier... Sekunde, Sekunde. Ihr geht in dieses Schiff. Beschenken die mir gleich. Wir werden angegriffen. Warte, was? Ey, ey, Leute, stopp. Stopp, Hammer Time. geht mal ein bisschen zurück. Was war das denn? Seit wann greifen die an? Auf zum Sieg. Na toll. Naja, das Dock, was wir scheinbar zerstören müssen. Alle Mann an Deck. Genau euch. Mein Gott, das wurde ich hier voll abgelenkt. Dann geht ihr jetzt mal da nach Sizilien. Und ihr geht hier in dieses Schiff. Da sammle ich meine ganzen Soldaten, die ich da baue. Ja. Warum sammle ich eigentlich Holz? Ich brauche gar kein Holz. So. Ja, so sei es. Genau. Dann, hier, verbessern. So. Dann benutzen wir jetzt die Fähigkeit von Gaius, Maius und bauen ein paar von denen hier. Wehrpflicht. Wehrpflicht. Oh, fängst gleich zum Gewittern an. Okay. Mit ganzem Herzen. Gut, und jetzt ihr Leute, baut mal da eine Siedlung. Ich brauche das Gold. Okay, dann zerstören wir währenddessen diesen Hafen da, der irgendwo da ist. Mehr Truppen für Rom. Ach verdammt, ist das Ding gleich voll. Ja gut, dann hier geht mal gleich dahin. Ich hoffe, da sind keine Schiffe oder sowas. Und demoliert diesen Hafen. Wir werden angegriffen. Wie, ich werde angegriffen? Da ist doch niemand. Wir werden angegriffen. Da ist niemand. Oh verdammt, da ist jemand. Oh verdammt, das sind viele. Aufhalten. Ey, mein Stadtzentrum greift ihr da an. Und ich kann das nicht reparieren. So, ihr habt Nerven. Wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. Hey, meine Häuser, da wohnen meine Leute. Ihr könnt doch nicht die Häuser zerstören. Habt ihr kein Herz? Das sind eh noch so, das sind eh so armselige Behausungen. Das ist alles, was die besitzen. Und jetzt zerstört das alle einfach. Also, tja. Grausames Pack. Ah, perfekt, Verstärkung.
dann hier weiter. Nochmal zurück. Hier nehmen wir gleich alle Rohstoffe, die wir gerade zur Verfügung haben. Ja, ihr seid wohl ganz schlau, was? Wir werden angegriffen. Oh, verdammt. Fertig, Milo. Boah, gleichzeitig zerstört. Nice. Ja gut, dann würde ich sagen... Mit ganzem Herzen. Okay. Bis das Schiff da ist, bin ich zu faul zum Warten. Zerstören wir einfach mal die Stadt. Auf zum Sieg. Ja. Mit ganzem Herzen. Hier, tötet mal diese Bogenschützen da. Oh, jetzt kommen sie raus. Wow, das brennt aber schnell. Oder, ach so, das ist mein Skorpion, der brennt. Ja gut, solange wir sie aus der Distanz angreifen, ist alles cool. Denke ich mal. Diese verdammten Bogenschützen. Gebt uns oben zurück. Mit ganzem Herzen. Gleich hat sich's ausgebogen, schützt. Dann habt ihr nichts mehr mit dann könnt ihr eure Bögen sonst wo schützen. So, weg. 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 Und jetzt stürmt das Torhaus. Ja, wobei, diesen Heinzelmännchen-Typen könnt ihr noch. Danke. Gut, dann stürmen wir das Torhaus und töten die Senatoren. Und... Hier hätte man auch Verstärkung vorrätig. Eigentlich hätte man die Stadtmauer nicht stürmen müssen. Eigentlich hätte man einfach nur so Schiffe benutzen können, ne? Und die dann einfach hier mitten in der Stadt hier so abladen. Wäre auch gegangen. Oh, ich habe ja noch zwei Bürger. Ah, immer diese Sache mit den Mauern zerstören. Oh, hi. Dann fangt die mal ab. Da lebt noch einer. Auf zum Sieg. Gut, dann. Mit ganzem Herzen. Auf zum Kapitol. Auf zum Ruhm nach Rom oder so. Die Götter.
Oh Gott, sie hauen ab. Ihr könnt nicht davon rennen. Hier bitte Armee platt machen. Wohin soll ich gehen? Mit ganzem Herzen. Stets zu. Wohin soll ich gehen? Auf zum Sieg. Das wäre eine perfekte Alarmanlage. Der Olymp spricht. So, nimmt mal die Stadt ein. Damit gehört Rom uns. Jetzt müssen wir noch die Senatoren töten, wo auch immer die jetzt sind. Stets zu Diensten, Tribun. Stets zu Diensten, mit ganzem Herzen. Ist der hier nach unten gelaufen? Da unten ist ja noch so eine Stadt, ne? Mit ganzem Herzen. Mindestens ein Senator ist entkommen und hebt eine neue Armee aus. Auf zum Sieg. Ja gut, okay. Yay, yeah, Kaserne. Halten Sie Sulla Senatoren auf. Okay. Stets zu Diensten, Tribun. Auf zum Sieg. Nee, da ist nix. Wow, fuck. Angegriffen. Der Olymp spricht. Das ist die Armee von Andy Säbel. Oh nein. Der Verrückte ist gestorben. Ihre Kurzschwertkämpfe wurden ausgelöscht. Stets zu Diensten, Tribun. Mit ganzem Herzen. Vorwärts, die Grenze! Mit ganzem Herzen. Wo ist dieser Senator? Wenn ich dich in die Finger bekomme, mit ganzem Herzen, dann werde ich dich zu einem Kindersammelkartenspiel herausfordern. Mit ganzem und wahrscheinlich Herzen verlieren. Da bist du! Du Drecksack! Auf zum Sieg. Du! Nee. Nee, stecht ihn ab! Diesen Drecksack! Nee. Stets zu Diensten. Tötet ihn im Namen der Republik! Hallo? Warum funktioniert das nicht? Er will nicht mit dem Plium platt machen. Na gut. Stets zu Diensten, Tribun. Einer lebt scheinbar noch. Aber wo? Warte nur. Stets zu Diensten, Tribun. Naja, zerstören wir mal die Stadt. Vielleicht haben wir dann gewonnen. Wer weiß. Stets zu Diensten, Tribun. Nein, ja, natürlich sammelt ihr Holz statt Gold. Was auch sonst. Lass ich mir los. Die Welt ist nicht genug. Und jetzt? Mit meinem Leben. Wir haben doch jetzt alles beseitigt. Was ist denn da noch? Zu Diensten, Tribun. Hier, komm, erkundet mal die Map. Keine Ahnung, ob da noch was ist oder. Nö. Stets zu Diensten. Wir haben doch alles erledigt, oder ist er hier irgendwo in der Stadt, der letzte Typ? Nee, scheinbar nicht. Da! Hey! Was soll das? Was fällt dir ein, den Tempel anzugreifen? Kein Respekt vor den Göttern. Na toll. Hier, komm. So, haben wir es jetzt oder? Nein. Was muss ich denn noch machen? Ich habe doch jetzt alles zerstört. Da ist nichts mehr da. Alles weg. Alles putt.
Also jetzt mal im Ernst, ich habe hier alles erledigt. Stets zu Diensten, Tribun. Erkundet auch mal eine Runde. Machen wir mal Super Speed. Oh Mann, das zögert wieder alles so in die Länge. Da wird sich der Zukunfts-Kevin freuen. Stets zu Diensten, Tribun. Vorwärts, die Grenze! Ja. Yeah. Wurde zurückgeholt und Sulla Sekatur beendet. Marius darf sich jedoch noch nicht beruhigt zurückkehren. Sein ehemaliger Leutnant Sulla verfügt immer noch über eine recht große Streitmacht im Osten und sobald er von Marius Aktion hört, wird er zweifellos schnellstens nach Italien zurückkehren. Marius konnte jedoch in den Jahren, die sich nicht mehr lange für Rom sagen kann, vielleicht ist es bald an der Zeit, dass ein anderer Mann die Führung vor dieser Stadt. Ja, okay, hab verstanden. Ja, gut, das war's. Diese Map ist recht schön gemacht mit Italien und so. Hier sind die Alpen, ja. Also, coole Map, muss man schon sagen. Ja gut, das war das zweite Level der Römer. Wir sehen uns wieder im nächsten Level der Römer, was wieder ein bisschen länger dauert. Ungefähr so wie das erste Level. Ja, dann bis zum nächsten Top-Part. Macht's gut, euer Ka. Ciao.